Baden-Württemberg. Wir sind aus Schleswig-Holstein. Wir kommen aus Bayern und machen Skisprung. Und wir fahren Skilanglauf. Und fahren Ski Alpin. Und alle wollen sie nur eins, na klar, Bundessieger 2015 werden. Aus den 16 Bundesländern sind sie angereist, die talentiertesten Sportkanonen Deutschland. Nach 6 Jahren macht das Winterfinale von Jugend trainiert für Olympia nun wieder im Freistaat Bayern Station. Und zum ersten Mal hier mit dabei, Jugend trainiert für Paralympics. Die Zielsetzung aber bei allen gleich. Also wir wollen wieder den ersten Platz vor den Nicht-Schneeländern sozusagen belegen. Also so gegen Schulen wie Bayern oder so Elite-Schulen, denke ich mal, haben wir eher keine Chance. Aber gegen so Mannschaften aus unserem Bundesland wollen wir schon gewinnen. Und wir wollen einfach Spaß haben und schöne Erlebnisse hier haben. Ein Trainingstag, 2 Wettkampftage, 3 Disziplinen. Ski-Alpin, Skilanglauf und Skispringen. 20 Minuten vom Alpspitz entfernt testen die Mädels und Jungs der Jahrgänge 2004 und 2005 schon mal die Sprungschanze und schauen, wie es sich hier dann so durch die Lüfte fliegen lässt. So auch der 9-jährige Toni Peutinger aus Baden-Württemberg. Auf die Schanze, fertig, los! Ich konzentriere mich dann immer ziemlich gut und wenn ich mich abspringe und in der Luft bin, dann fühle ich mich eigentlich fast so wie ein Vogel. Ganz so weit wie die Profis fliegen die Kids noch nicht, in der Regel zwischen 15 und 21 Meter weit. Die Sprungweite und Höhe wird natürlich trotzdem schon wie bei den Profis gemessen. Die Schanze wird weniger nach Höhe, sondern eher nach dem Kalkulationspunkt gemessen. Das ist der Punkt, an dem die Schanze steil ist und dann wieder flacher wird. Und der liegt hier bei der Schanze bei 20 Metern. Also ist es eine K20-Schanze. Am Trendsportcenter in Nesselwang powern sich die Skilangläufer beim freien und offiziellen Training aus. Es gilt, die Knackpunkte der Strecke ausfindig zu machen und die Parcours zu beschnuppern, bevor es dann morgen ans Eingemachte geht. Und für die Ski-Alpinfahrer geht's ins Alpspitz-Skigebiet auf die Rennstrecken. Hier haben auch schon deutsche Meister, Weltmeister und Olympiasieger ihre Karrieren begonnen. Die Voraussetzungen sind schon mal gar nicht so schlecht für die rund 650 jungen Athleten. Es ist einfach schön, weil man fühlt sich so ein bisschen wie die Profis, wie die richtigen Olympioniken. Und wir wohnen ja auch in so einem Feriendorf und da fühlt man sich wirklich richtig gut wie so die richtigen Profis. Jugend trainiert für Olympia, Jugend trainiert für Paralympics, das heißt, sich fühlen wie ein Profi und na klar, den olympischen Gedanken leben. Und wie das geht, das wissen die Sportler schon jetzt, ganz genau. Wenn man einem da Tipps gibt oder sowas, einfach von den anderen Mannschaften, die ja eigentlich im Wettkampf Feinde sind, aber einem trotzdem irgendwie helfen, das finde ich schon gut. Die Faszination Olympia beim Bundesfinale 2015 in Nesselwang zum Greifen nah.